reisen wir also mit dem Dampfwagen. Es geht so schnell für die menschliche Seele. Sehr verwirrt bleibt sie zurück und sucht den, der sie verlassen hat. Ist doch schön, wenn alles so vorbeifliegt. Na ja. Bist du nicht auch müde? Ich fühle mich erschöpft. Ach, ich habe es so satt. Diese ständige Flüchten. Und fliehen. Ich sehne mich nach den Kindern. Gerade habe ich sie noch geküsst. Schon weiß ich ihre Gesichter nicht mehr. Noch dieses Hamburg, dann haben wir endlich ein Zuhause. Scheint
hat Ihnen meine Musik nicht gefallen? Sie haben Noten von mir, Robert Schumann. Möchte ich gern wiederhaben. Sie finden mich hier unter dieser Adresse. Wer war das? Das war Johannes Brahms aus der Hafengegend. Er hat mir seine Noten zu schicken und von mir zu erwarten, dass ich sie ihm zurückbringe. Was erlaubt er sich? Man hört überall, dass er ein fulminantes Talent haben soll. Robert, wo sind diese Noten? Hinten im Probenraum. Und wo ist das? Bei den Landungsbrücken. Wo die Auswahl oder auf den Schiffen da. Dort braucht man Polizeischutz. Geht erst morgen früh um 10. So lange können wir hier noch zuhören. Wir sollten da nicht hineingehen, Clara. Warum denn nicht? Ich habe keine Angst. Komm, lass uns gehen. Wir gehen besser, Clara. Robert. Herr Brahms, hier sind wir mit Ihren Noten. Es war leider keine Zeit, Sie anzusehen. Aber wir sind gekommen, Sie zu hören. Haben Sie Dank. Danke, dass Sie gekommen sind. Sehr freundlich von Ihnen. Anbieten kann ich Ihnen leider nur Bier, Schnaps. Das ist nicht viel. Wir sind hier, weil wir Musik hören wollen, nicht um etwas zu trinken. Ja. Ich warte draußen. Hier stinkt es ja fürchterlich. Komm doch bitte mit. Wir haben noch eine lange Fahrt vor uns. Nur noch einen Augenblick. Wo ist denn das Kindermädchen? Hier im Flur, Herr Musikdirektor. Ich bin Bertha. Guten Tag, Bertha. Vielen Dank, Bertha. Gefällt es dir, Liebste? Dieses Haus wird uns Glück bringen. Ich fühle es. Ich bin ganz sicher. Glücklich, ich will auch einmal wieder komponieren. Damit hast du doch abgeschlossen, ha? Du bist doch meine liebe kleine Frau. Reicht dir das nicht mehr? Doch, aber... Ah, Champagner. Ja. Henriette, Köchin. Ich habe nur in feinen Häusern gearbeitet. Auf Düsseldorf. Und Heinrich Heine den Großen. Auf das Eisen. Und den Stahl. Und die Kohle. Robert. Und die Kohle, die Sie hier mit der Kohle scheffeln. Soll das unser Musikzimmer sein? Oh, mein Flügel. Und gestimmt ist er auch schon. Ich möchte mich gleich hinsetzen, wenn nur diese Kopfschmerzen nicht wären. Mein Kopf fließt über von Tönen.
Ein bisschen Respekt, Kinder. Ich habe kein Auge zugetan. Hä? Papa hat Kopfschmerzen. Wir sollen ihn für eine gewisse Clara abgeben, von Robert. Was, der soll meiner sein? Wie herrlich. Bringen Sie ihn bitte ganz nach oben, aber ganz leise, bitte. Ja, also, dann schlägt mal das Klavier, Mama. Aua, leise. Stunden müsste ich üben am Tag. Aber wenn man mal Kopfschmerzen hat. Normalerweise haben ja die Frauen Kopfschmerzen. Die Männer dürfen nicht üben. Na, so eine bin ich eben nicht. Also die beiden Körbe, da ist die Wäsche drin. Die bringen Sie bitte nach oben. Genauso die Spielzeugkiste da drin. Und die große Kiste kommt ins Esszimmer. Da ist das Porzellan drin. Bitte sehr vorsichtig. Guten Tag. Guten Tag. Wir wurden zum Herrn Musikdirektor. Ja, das Orchester erwartet seinen neuen Dirigenten. Die Musiker brennen darauf, ihn kennenzulernen. Ja, kommen Sie doch rein. Nehmen Sie doch Platz. Wir möchten nicht stören. Allerdings wartet das Orchester seit einer Stunde. Um genau zu sein, seit eineinhalb Stunden. Herr Musikdirektor, wir sind gekommen, Sie abzuholen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Robert Schumann steht vor Ihnen, Beethovens Erbe, der größte lebende Komponist. Es ist dieser Stadt eine Ehre, dass Sie, lieber Robert Schumann, von nun an das Musikgeschehen hier lenken werden. Es heißt, hier regieren nur der Stahl und das Geld. Aber das ist die neue Zeit, die Woge, auf der wir schwimmen müssen, wenn wir nicht untergehen wollen. Eine große Zukunft wird von dir gelenkt. Und diese Zukunft darf auch eine der Künstler sein. Herzlich willkommen also. Ist gut. Aber schwer zu spielen. Wunderbar. Sehr schwer zu spielen. Vielen Dank. Ich habe die ganze Nacht daran gearbeitet. In eine Nacht. Und alles selbst unterschrieben. Es ist, wenn Sie mir die Bemerkung erlauben, nur der erste Satz meiner neuen Symphonie. Ich habe vor, diese Symphonie, die Rheinische, zu nennen, nach dem Fluss, der durch diese Stadt fließt. Bitte um Verzeihung. Ich schlafe zu wenig, das ist es. Einen starken Kaffee brauchen Sie. Nein, das hilft nicht. Ich muss weitermachen. Ich muss am zweiten Satz weiterarbeiten. Eine Pause? Oder soll ich für Sie dirigieren, Herr Musikdirektor? Wollen Sie nach Hause gehen, Herr Schumann? Ja, das wäre gewiss das Beste. Meine Herren, für heute brechen wir ab. Morgen geht es weiter. Robert, Liebster,
Ich muss am zweiten Satz weiterarbeiten. Was war denn? Er hat abgebrochen. Mein Eindruck ist, er kommt mit dem Orchester nicht zurecht. Ach, das müssen Sie mir erklären. Er spricht zu leise und er hat plötzliche Abwesenheiten. Man hat den Eindruck, er hat Angst vor dem Orchester. Er ist es nicht gewöhnt. Sonst sitzt er immer da oben am Klavier. Morgen wird sicher alles gut gehen. Zur Not springe ich ein. Segnetige Frau. Mhm. Das wäre eine große Ehre. Aber das wird das Orchester nicht akzeptieren. Und weshalb nicht? Unser Dirigent heißt Robert und nicht Clara Schumann. Er sieht mir zu, wie ich es mache, und dann findet er sich in die Rolle. Frauen haben im Orchester nichts zu suchen. Das schafft eine falsche Stimmung. Aber ich bitte Sie, ich sitze bei jedem meiner Auftritte mitten zwischen den Musikern und es hat nie eine falsche Stimmung gegeben. Bis morgen also. Ja. Was macht ihr denn hier? Die sind ja tot. Gestern haben sie noch gelebt. Lebendig kannst du sie ja nicht essen. Aber die sehen einen so an. Henriette, wir brauchen noch eine Pastete. Ich mag den nicht essen. Deswegen musst du jetzt heulen. Ich habe noch Flügel, ne? Kinder, nun stellt euch nicht so an, das ist ja grässlich. Robert, wie stellst du dir das mit dem Orchester vor? Es ist heute nicht so gut gegangen. Ich kann mir vorstellen, dass es schwer ist für dich. Es sind eben immerhin 40 Leute und sie sind Orchestermusiker. Sie haben alles Mögliche im Kopf, nur nicht die Musik, die vor ihnen auf den Pulten liegt. Ich weiß, ich kenne sie. Aber ja, Clara, du kennst sie, nicht wahr? Ja, weil ich oft genug mit ihnen aufgetreten bin. Du musst respektvoll mit ihnen umgehen. Schließlich werden die meisten von ihnen nicht bezahlt. Sie können einfach aufstehen und gehen, wenn sie keine Lust mehr haben. Ich weiß. Wenn du so leise mit ihnen sprichst wie jetzt mit mir, werden sie dich nicht verstehen. Hör auf! Meine liebe Lehrerin. Wir hängen mit unserer ganzen Familie von deinem Einkommen ab. Das dürfen wir nicht aufs Spiel setzen. Und du meinst, das tue ich? Vor dem Orchester musst du klar und entschieden auftreten. Ja. Aber das ist gut, das ist wunderbar. Eben habe ich noch gedacht, es ist misslungen. Da verändere ich nichts, im Gegenteil, das bleibt so für die Ewigkeit. Ich muss weiterarbeiten. Und immer weiter. Wo bleibt Schumann? Er ist unser Dirigent. Er komponiert. Zu Hause. Oder ruht sich aus. Wer weiß. Meine Herren, ich bitte Sie. Begrüßen Sie Clara Schumann. Mein Mann ist zu Hause geblieben, weil er Ihnen so bald wie möglich den zweiten Satz der Rheinischen mitbringen will. Wann ist das? Wir müssen das Musikfest vorbereiten. Wir wissen nicht einmal, was er da spielen soll. Wir haben den ersten Satz angefangen. Gut, dann arbeiten wir jetzt weiter daran. Meine Herren, es ist mir klar, dass Sie eine Frau als Dirigentin nicht gewöhnt sind. Ich bin Sie und Ihre Gewohnheiten auch nicht gewöhnt. Aber wenn dieses Musikfest ein Erfolg werden soll, dann müssen Sie jetzt bitte mit mir zusammenarbeiten. Versuchen wir es. Danke. Also, die gleiche Stelle. Im Takt 161, falscher Ton. Und die Flöten bitte später einsetzen, ja? Gleich noch einmal, bitte. Was ist denn?
Bei allem Respekt, gnädige Frau. Es kann aber kein Dauerzustand werden, dass wir uns einer Frau unterwerfen. Das hat es ja noch nie gegeben und gibt es nirgendwo. Sollen wir uns etwa so der Öffentlichkeit präsentieren? Da wird Düsseldorf ja zum allgemeinen Gespött. Gute Musik kann nicht zum Gespött werden. Und vor allem nicht hier in Düsseldorf, wo die Menschen einen solchen Sinn für das Ungewöhnliche und Neue haben, nicht wahr? Lass uns doch weitermachen. Mann oder Frau. Danke. Meine Herren, gehen wir noch mal ein Stückchen zurück. Takt 91, bitte. Du, was machst du hier? Ich will was abgeben bei Schumanns. Mama ist nicht da und Papa komponiert. Wir dürfen niemanden ausmachen, wenn Papa krank ist, das hat Mama gesagt. Bitte gebt das doch eurem Papa oder eurer Mama. Mein Name steht oben drauf. Johannes. Ah. Weg. Schade. Das wird ja Noten. Das müssen wir Papa bringen. Aber der arbeitet doch, den dürfen wir doch nicht stören. Der ist was Besonderes. Der kann auf den Händen laufen. Dieser Rams. Wieder nichts gegessen. Sieh doch keine aus. Trink immer nur. Wartet, Kinder, seid ihr noch da? Schnell, lauft und bringt ihn her. Wenn ihr ihn nicht mehr seht, dann fragt, wo er hingegangen ist. Elise Ludwig, wartet doch, ich komm ja auch mit. Papa? Wir haben ihn nicht gefunden, alle gehen auf Füßen. Keiner auf Händen. Ach, ich wollte, ich könnte auch auf Händen laufen. Für Klavier von wem? Das ist von diesem hochfahrenden Jüngling aus Hamburg. Frau Clara Schumann verehrend zugeeignet. Johannes Brahms. Das ist doch der mit diesem schnulzigen Walzer aus der Kaschemme. Hm?
Das fulminante Talent. Du warst völlig hingerissen von ihm. Er hat etwas von einer streunenden Katze, die ein Tiger werden könnte. Und sein Walzer hat mir das Herz berührt. Musiker? Willkommen. Wenn Sie wollen, lasse ich mich fallen. Ich meine, wie Werther, der sich das Leben nimmt für die Unerreichbare. Oh, wie poetisch. Aber unsere Henriette will kein Blut im Haus führen. Also kehr sie zur Erde zurück. Lasst mich lieber fliegen. Ist diese Musik von Ihnen? Ja. Dann kommen Sie herunter und spielen sie für uns. Oh, Hans Rams! Das habe ich auf den Schiffen gelernt. Im Hafen von Hamburg. Wollen Sie denn Ihre Musik nicht lieber selbst spielen? So wie Clara kann ich sowieso nicht spielen. Was wollen Sie spielen? Madame Schumann spielt Brahms und ich spiele Robert Schumann. Auf meine Weise. Romanze. Die
habe ich erfunden, als ich noch ein Kind war. Jünger als sie. Wir möchten nämlich von ihm Handstand lernen. Und wenn wir dann abends ins Bett müssen, dann dürft ihr mit ihm spielen. Wie verlockend, aber ich spiele lieber allein mit eurer Mutter, wenn die braven Kinder schlafen. Aber neben unserem Kinderzimmer ist doch noch das Gästezimmer frei. Er könnte doch Bertha helfen. Wir zeigen ihm das doch schon. Und wir lernen von ihm. Mit den Segelschiffen. Rechnen und Englisch. Ja, buchstäblich nachlaufen. Wir fingen gerade an, sie kennenzulernen. Ihr Talent. Wissen Sie, was auf meinen Partituren steht? Einsam, aber frei. Ich muss ganz frei sein. Frei wie ein Vogel. Leben Sie jedenfalls wohl. Und danke für die herrliche Musik. Da drin steht mein Klavier, da übe ich ab und zu. Und das ist das Gästezimmer. Das ist nur eine kleine Kammer. Hier bleibe ich. Und die Kinder schlafen nebenan. Wir können nicht schlafen. Ein Schlaflied, kennen Sie ein Schlaflied? Mit Rosen bedacht, mit Mäglein besteckt, schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
mich wohl leider vergessen. Hinaus, sofort! Warte auch mal dann. Ich möchte ihr Sklave werden. Raus! Hans raus! Wer will mit nach draußen? Ich! Wer will mit zum Vater rein? Wir gehen mit Johannes an den Rhein, Papa. Fallt nicht ins Wasser. Wir wollen baden gehen. Geht nicht zu tief hinein, bleibt da, wo es flach ist. Da leben die Rheintöchter im tiefen Wasser. Passt bloß auf, die ziehen euch hinein. Kein Wunder, dass der Mann krank ist. Oh, die Küche, keine Flaschen schleppen, das reicht mir nicht. Weg! So. Wir können schon ein bisschen schreiben, Papa! Das ist gut. Dann geht jetzt rechnen und schreiben. Marie, du passt auf. Ja. Wenn wir fertig sind mit Malen und Schreiben, dürfen wir dann mit Johannes wieder an den Rhein. Mach bitte keine Geschäfte mit mir. Klar dürft ihr wieder an den Rhein. Johannes! Ich möchte Ihnen was zeigen. Der zweite Satz, mein Lieber, ist fast fertig. Ich bin sehr froh. Lass uns gemeinsam schweigen, komm doch. Ja, Madame. Oh, das ist schön, nicht wahr? Ja. Ja. Dafür habe ich ihn immer geliebt. Wenn er schwierig ist, dürfen Sie das nicht vergessen, Henriette, dass ihm der Himmel diese Gabe geschenkt hat. Aber auch der Himmel gibt keine Gabe umsonst, Madame. Robert, das ist wundervoll. Sag mir, gefällt es dir? Johannes spielt den zweiten Satz meiner Symphonie. So eine innige Lebensfreude. Wie du das erfinden kannst. Oft wirkst du doch so düster. Robert, das erinnert mich an unsere herrlichsten Zeiten. Wie glücklich wir doch waren. Glücklich waren. Was ist denn? Was hast du denn, Liebster? Im Ohr so ein Klirren, einen hohen, hellen Pfeifton. Es bleibt und bleibt. Ist es besser so, Liebster? Klar, ich kann dich kaum verstehen. Es quält mich so sehr. Ruhe! Seid still! Warmes Öl. Bei Mittelohrentzündung träufelt man warmes Öl ins Ohr. Soll ich warmes Öl bringen? Sieh zu, dass ich laute Ahnung bekomme. Das nicht, Robert. Das kriege ich auch nicht so ohne weiteres. Das ist doch nichts anderes als Opium. Aber es wirkt zuverlässig, Clara. Versuch es. Doch bitte. Ich will diesen Posten nicht verlieren. Sonst müssen wir wieder auf Tournee gehen.
Und das schaffe ich nicht mehr. Für sich spielen? Und was? Ich weiß nicht, diese Schmerzen. Sieh doch, meine Hand. Das hat mit diesem Schmerz im Kopf zu tun. Da bin ich mir sicher. Als ich 20 war, hat es angefangen. Das wird den Schmerz beruhigen, wenn Sie es erwerben. Mein Mann fragt nach Laudanum. Das darf ich Ihnen nicht geben. Ich habe welches gegen den Wehenschmerz genommen vor den Geburten, aber es ist nichts mehr da. Hat er sich vielleicht heimlich davon bedient? Ich weiß es nicht. Wir waren ja immer unterwegs. Ich flehe Sie an, helfen Sie ihm. Er muss doch arbeiten. Er schreibt gerade an einer so wunderbaren Symphonie. Die Rheinische soll sie heißen. Und wenn er nun süchtig wird oder schon ist? Ich hoffe, wir bereuen das nicht noch einmal. Sie und ich. Gute Besserung. Danke. Du bist ja ganz durcheinander. Blumen. Lang schon habe ich keine Blumen mehr bekommen. Danke, Wasilewski. Sie bewegen mir das Herz. Herr Tausch? Gnädige Frau. Kommen Sie, meine Herren. Danke. Ah, Herr Musikdirektor. Wie schön, Sie im Vollbesitz Ihrer Kräfte zu sehen. Wir überbringen die Grüße des Orchesters. Nur Wasser für mich, bitte. Ach, der Nachwuchs. Schreiben Sie für Klavier? Für Piano, ja. Nicht nur, auch für Violine und für Orchester. Für Violine? Ich bin der Konzertmeister in Düsseldorf für Orchester. Vielleicht zeigen Sie mir bei Gelegenheit einmal, was Sie sich so ausdenken. Ja. Ich kümmere mich um die Kinder, verzeihen Sie. Nehmen Sie Platz, meine Herren. Danke. Welch eine Ehre, von so berühmten Händen bedient zu werden. Hat nicht der russische Zar diese Hände geküsst? Wir wollen von morgen sprechen. Mein Mann hat die Rheinische so gut wie abgeschlossen, nicht wahr, Robert? Ja. Ja, abgeschlossen ist nur der zweite Satz noch nicht. Diese Symphonie wird Sensation machen, ein unvergleichliches Werk. Das größte Geschenk, was ein Mann dieser Stadt und diesem Fluss machen kann. Ja. Mhm. Tausch, trinken wir. Genau. Stoßen wir an. Danke. Seien Sie kein Frosch, bitte. Robert, du hast doch ein Medikament eingenommen. Du solltest das trinken. Das Leben ist so kurz. Hm. Es ist doch so, nach 2-3 Sätzen... Dann kommt schon der Tod.
Auf meinen zweiten Satz. Sogar die Köchin hat dabei geweint. Ja, das ist wahr. Ich habe die Köchin weinen gesehen. Nur vom Zuhören in der Küche. Meine Herren, und wie kommt meine Frau mit dem Orchester zurecht? Sehen Sie, ich bin damit nicht einverstanden, aber es ist Ihr Wunsch. Und da gebe ich mich geschlagen. Entschuldigen Sie mich. Meine Frau ist eine Künstlerin. Das ist sie, wahrhaftig. Und eine gute Dirigentin dazu. Oh. Kommen Sie, Sie sind galant wie alle Polen. Meine Herren, ich besorge uns jetzt eine neue Flasche aus dem Keller. Ein Rausch, ein Traum. Unsere verbindlichen Grüße an den Herrn Musikdirektor. Wir möchten nicht länger stören. Robert, hör auf. Ich stehe bereit, falls er nicht dirigieren kann. Das ist überaus freundlich von Ihnen, Herr Tausch, aber ich nehme an, die Abonnenten wollen vor allem Robert Schumann selbst sehen. Ja, ja, schließlich zahlen Sie ihm ein fürstliches Gehalt. Danke. Aber möglicherweise ist er schon viel kränker, als wir alle anderen. Das macht mich verrückt! Nein, dein Theater mit Johannes! Und wie euch anglotzt! Haben Sie schon von dem berühmten Dr. Richards gehört, der jetzt bei Bonn praktiziert? Das allerneueste und nur für die ersten Kreise seine Klinik. Aber Tausch, der Herr Musikdirektor ist doch nicht gemütskrank. Das ist mein Freund! Er fühlt wie ich. Das ist der Einzige, der mich versteht. Und du wirst ihn mir nicht wegnehmen. Aber da ist nichts. Wir haben 5 Kinder und ich bin wieder schwanger. Von mir? Wenn Sie ihm bitte unsere Grüße übermitteln wollen, Herr Brahms, gute Nacht. Gute Nacht. Meine Herren, wir beginnen mit dem zweiten Satz. Der Musikdirektor wird weiter dirigieren. Ich brauche meine Medizin mit.
wird es gehen. Fragt sich nur, für wie lange. Wunderbar. Wie Sie das durchgestanden haben. Sie müssen furchtbar erschöpft sein. Ja, das bin ich. Ich bin Arzt. Spezialist für Fälle wie Ihren. Aha. Bravo. Richards, hier ist meine Karte. Ich leite eine sehr moderne Klinik in Bonn. Schumann! Wer war das? Oh, ein Arzt, Gehirnspezialist. Dieser Richards? Du kennst ihn? Nicht eigentlich. Wunderbar. Papa hat dirigiert, Mama auch. Ist das wirklich wahr? Wirklich, wirklich wahr. Ihr seid ja halb erfroren. Lauft los. Ich krieg euch schon warm. Ich habe eine Idee. Na komm. Lass dir was tanzen. Das geht wie die Verrückten. Zum Warmwerden. Und was ist, wenn Papa und Mama kommen? Papa und Mama geben ein Fest. Mit vielen Leuten. Und wir machen auch ein Fest. Das ist ungarisch fetzig, was? Und die Arme. Ein unsterbliches Werk, Meister. Wie geht es, Meister? Ich hoffe, das ist nicht zu viel fürs. Nein, ich fühle mich wie neugeboren. Bravo! Trinken wir auf Robert Schumann. Robert Schumann. Auf Robert Schumann. Auf Robert Schumann. Wir haben doch jetzt endlich von der Straße vom Haus Musik gehört. Johannes. Robert. Gehen wir. Komm, ich stell dich unten vor. Schade. Meine Freunde, begrüßt mit mir einen neuen Stern am Himmel der Musik. Dieser Junge steht unter meinem Schutz. Fast noch ein Kind. Und doch ist er schon ein großer Meister. Meine Freunde, erheben wir das Glas auf ihn. Er wird mein Nachfolger sein. Johannes, bitte geh an meinen Flügel. Spiel für sie. Lass sie hören, was du kannst.
schneidend wie Diamant. Das nützt doch nichts. Hör auf, dieser Kinderkram hilft nichts. Das hat doch gewirkt. Das ist absurd. Was kann so ein Öl gegen die Dämonen, die mich von innen zerfressen? Ich bin Pyramide, verstehst du? Sie flüstern mir nicht mehr zu, sie heulen. Es ist schrecklich, so heulen sie. Gib mir laut an. Nein. Ich befehle es dir. Du bist ja schon süchtig. Geh und hol es. Sofort. Liebst du mich noch? Oder liebst du Johannes? Ich liebe nur dich. Nur dich. Die Stimmen lügen also. Deine Rheinische wird gefeiert. Die Zeitungen sagen, das Publikum sei außer sich gewesen. Siehst du's? Sie schreiben es ein unsterbliches Werk. Ja. Und sie sind alle beschämt, weil sie nicht daran geglaubt haben. Es ist Herzblut, sein Edelstes, was er hatte. Ein Stück Leben hat ihm die Symphonie gekostet. Wenn ich dich mit ihm sehe. Mit wem? Mit Johannes? Er ist wie mein ältestes Kind. Ein Kind von 20 Jahren. Ein Kind. Wenn ich fortgehe, wird er bleiben. Die Kinder lieben ihn. Und du bist alles für ihn. Er bewundert dich. Ich bin fast doppelt so alt wie er. Wie auch immer, dein Laudanum hat mir geholfen. Ich habe keine Beschwerden mehr. Mein Kopf ist frei, wirklich klar. Wie bei einem normalen Menschen. Hoffentlich kommt es nicht wieder. Ich werde zur Probe gehen. Du bleibst hier. Sie werden beeindruckt sein, alle miteinander. Vor allem, Herr Tausch. Paradies Imperi. Es ist ein umfangreiches Werk. Ein bisschen lauter sprechen. Aus Chor, Ihrem Chor. Sehr große Arbeit. Sehr groß. Würden Sie ein bisschen lauter sprechen, Herr Musikdirektor? Paradies Imperi. Was? Dieses Werk handelt von einer Fee, die zu den Menschen niedersteigt. Ein bisschen lauter, bitte. Ein bisschen lauter sprechen. Sagen Sie mir, was Sie sagen wollen, und ich werde... Es handelt sich um eine Fee, die zu den Sterblichen niedersteigt. Ja. Es handelt sich um ein großes Chorwerk, fast eine Oper. Danke, meine Herren. Schon fort? Ja.
schon unterwegs auf die Probe. Hier für Sie. Das schreibt er über mich? Freut Sie das nicht? Unmöglich. Ich ertrage es nicht. Was soll das heißen? Ein Lob von ihm? Jeder würde sich darum reißen. Und dies ist ja nicht bloß ein Lob. Dies ist ein Hymnus. Eine große Verneigung vor einem, den er seinen Nachfolger nennt. Da. Da steht es. Der, der nach mir kommt. Das will ich nicht. Als gäbe er sich selbst auch für mich. Johannes? Johannes? Was soll die Tasche? Ich bleibe nicht länger hier. Warum nicht? Ihretwegen. Clara Schumann. Sie können mich doch nicht mit allem diesem hier allein lassen, Johannes. Wiedersehen. Sie werden mir fehlen. Zu jeder Stunde des Tages. Ich werde an Sie denken, zu jeder Stunde des Tages und der Nacht. Es ist Tausch, der heute Abend dirigiert. Meine Musik. Ich brauche Laudanum. Ich habe nichts mehr. Robert, du brauchst einen Arzt. Warum fährst du nicht nach Bonn zu diesem Richards? Die Wissenschaft macht solche Fortschritte. Dieser Richards ist mein Tod. Ein langsamer Tod. Das weiß ich. Da bringe ich mich lieber selber um. Ich finde, das hat mehr Würde. Solche Angst um dich, Robert. Jetzt wird es besser. Der Schmerz schmilzt wie Schnee. Dieser Tausch. Was ist mit Tausch? Er will meine Stelle. Dabei hat er sie schon. Verlass mich nicht. Ich hab versagt. Liebst du mich trotzdem? Ja.
Wundervoll. Sie werden Sensation machen. Die Anfragen der Musikverlage häufen sich. Und unter den großen Konzertsälen können Sie wählen, wo Sie auftreten möchten. Schnee, schneidend wie Diamant. Ist das nicht das Schönste, was ein Musiker über einen anderen sagen kann? Schumann muss sie sehr schätzen, um nicht zu sagen lieben. So rein wie Schnee, so schneidend wie Diamant. Sieh mal, Mama, die Wolken, wie sie hinziehen über die Welt. Grüßt Johannes, wenn ihr ihn seht. Sagt ihm, er soll wiederkommen. Johannes soll wiederkommen. Gegangen und ich will auch gehen. Wir haben große Sorgen, aber das wird sich ändern. Ich will mein Geld und ich will gehen. Henriette ist jetzt beim Herrn Musikdirektor Tausch. Da wird sie gut bezahlt und bekommt zu essen. Das schickt der Herr Brahms. Kommen kann er nicht, er macht Sensationen. Und ich kann auch meinen Mann jetzt nicht allein lassen. Aber wenn er wiederkommt, der Herr Brahms, dann gehe ich auf Tournee. Und dann werden wir wieder Geld haben. Mehr als wir je hatten. Ich bleibe. Ich kann sowieso mich von den Kleinen nicht trennen. Karneval, ja? Nimm. Danke. Woher kommt die Musik? Das sind die Verrückten vom Karneval. Ich höre eine Musik, ein Orchester. Mit Gesang. Das ist ganz weit weg. Ich habe sowas Wunderschönes niemals komponiert. Komm doch mit uns. Da muss ich mich umziehen. Aber es ist ja Karneval. Mein Schlafrock ist mein Königsmantel für heute. Sehr bald schon bin ich gesund. Für alle Zeit. Warte, warte.
Den geben Sie meiner Frau mit meinen besten Grüßen. Danke, Bertha. Du meinst es gut. Wirklich, Herr Musikdirektor? Dieser Arzt, er leitet eine Klinik in Bonn. Ja. Sein Name ist Richards. Du bestellst ihn her, ja? Sehr wohl, Herr Musikdirektor. Leg mir bitte meine Sachen zurecht. Alles, was ich so brauche für einen längeren Aufenthalt. Ich habe Rosen und Schokolade. Und ich habe Biskuit und auch Karamellen. Und ich eine Orange. Habt ihr Papa gesehen? Nein. Nein. Was macht denn sein Ring hier in dem Taschentuch? Robert. Ich war ein Rhein. Aber nicht mal er wollte mich haben. Im Rhein warst du? Ich bin von der Brücke gesprungen. Aber da gibt es doch ein Geländer. Ja, ich bin auf das Gelände gestiegen und gesprungen. Das begreife ich nicht. Und Fische haben mich herausgezogen. Du wolltest mich hier allein lassen? Den Kindern und mit der Geburt in wenigen Wochen, als wäre das nichts? Als wäre das immer nichts. Ach, Robert, verzeih mir, aber ich kann nicht, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich muss nach oben und üben, sonst werde ich verrückt. Ihre Bertha hat mich hergebeten. Ich habe sofort alles stehen und liegen lassen. Madame Schumann, der Herr Musikdirektor hat mich beauftragt. Aber er hat sich doch immer geweigert. Er ist jetzt zur Behandlung bereit. Mit diesem Patienten setze ich alles aufs Spiel. Misslingt seine Genesung, kann ich mein Institut schließen. Aber wenn sie gelingt, wird er gesund sein wie früher. Robert. Clara, ich mach mich auf den Weg. Johannes soll mich besuchen. Und sag ihm meine Grüße. Euer Papa kommt zu mir, damit er wieder gesund wird. Ganz gesund. Guten Morgen, Herr Schumann.
Wie geht es Ihnen? Der Stuhl war heute wieder knollig und mit Schleim versetzt. Sie haben Ihren Wein erneut in den Nachttopf ausgeleert und behauptet, es sei Urin. Ihr gebt mir Urin zu trinken, weil euch die Böse dafür bezahlt. Die Fontanelle gibt nach wie bei einem Kind. Darunter liegt nach meiner Auffassung ein Eiterherd, der die Ursache für Ihre Erkrankung sein könnte und den wir deshalb trockenlegen müssen. Im Klingensaal bereiten Sie alles vor. Eure Mutter? In ihrem Zimmer. Wir haben ein kleines Brüderchen bekommen. Er heißt Felix. Johannes ist wiedergekommen. Clara, da bin ich. Guten Tag. In Gedanken war ich immer bei Ihnen. Danke für das Geld, das Sie geschickt haben. Die Klinik von Richard ist furchtbar teuer. Ich musste alles verkaufen. Auch Roberts Klavier und sein Tafelklavier. Unten ist schon alles ausgeräumt. Bald werden andere Leute hier einziehen. Ich habe Hunger. Ich will einkaufen. Wer kommt mit? Hunger! 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 Ich bin gleich wieder da. Hunger! Machst du uns ein Frühstück, Johannes? Aber klar, wie wär's mit einem Picknick, Kinder? Oben bei Clara, wie die Engländer am Ufer der Themse. Ich kann fliegen. Frische Konfitüre. Mm. Mit den ersten Erdbeeren. Mm. Erdbeer, sowas Feines. Und auch nicht mit den Armen. Eins, zwei, drei. Meine Jugendsünde. Dass du dich daran noch erinnerst? Sie liegt mir am Herzen. Wie lange hast du nicht mehr komponiert? Ewigkeiten. Robert. Mein Mann wird Ihnen dankbar sein, sobald er wieder gesund ist. Sie alle helfen ihm zu leben. Nächster Halt ist Bonn. Hast du Robert gesehen? Geht es ihm endlich besser? Nein. Robert lebt nur noch wenige Stunden. Du musst Abschied nehmen, Clara. Nein. Nein. Clara? Robert stirbt. Du musst zu ihm und dich von ihm verabschieden. Sonst geht es nie mehr. Allein schaffe ich das nicht. Hilf mir, hilf mir. Bleib.
Klingbeil der Name. Ihr Herr Gemahl hat alle Anwendungen überstanden. Allerdings stinkt eine Wunde am Kopf. Er schreibt Städtenamen auf. Zurzeit alle, die mit dem Buchstaben E anfangen. Davor war der Buchstabe A dran, dann das B und so weiter. Er macht das sehr systematisch. Er plant Tourneen für Sie, Frau Schumann, und für Sie, Herr Brahms. Sie können ihn füttern, Frau Schumann, wenn Sie möchten. Dies ist Johannisbeergelee, das nimmt er ab und zu. Und den Rotwein mit geschlagenem Eigelb. Er isst und trinkt fast gar nichts mehr. Wenn Sie es trotzdem versuchen wollen. Madame Schumann möchte mit ihrem Mann allein bleiben. Elberfeld, Elfenfeld, Essen. Huh.
Er lebt nicht mehr. Lass mich zu dir. Jetzt muss es sein. Ich darf das nicht. Er will das nicht. Ja. Die Kinder, die ganze Welt. Clara? Das Mädchen Clara ist immer noch ein Kind. Ein Kind, das nie gespielt hat. So wie ich. Immer nur Klavier haben wir gespielt. Aber nie, wie man leben kann. Und lieben. Lieben und glücklich sein. Endlich darf ich dich sehen, mein verbotenes Paradies. Ich werde mit anderen Frauen schlafen, aber nicht mit dir. Jeder von ihnen werde ich immer nur dich im Arm halten. Bis ans Ende meiner Tage. Ich warte, bis du gestorben bist und komme dir nach. Ich bleibe bei dir im Reich der Schatten. Bring dich zu ihm.